Bierpong-Bundesliga, aber mit Wasser statt Bier. Das geht seit 2020. Etwa 1600 Spieler gibt es schon im deutschsprachigen Raum. Die Teams treten oft sogar online gegeneinander an, mit Kameras und Schiedsrichter. Landet der Ball im Becher, gibt es Punkte, ganz wie beim Hobbyspiel. Aber in der Bundesliga ist Wasser im Becher, und zwar aus hygienischen Gründen. Wärst du gut genug für die